Moin zusammen, heute gucken wir uns mal Thalassa Doxa an. Und zwar beim Auslaufen. Das ist ein ULCS, Ultra Large Container Ship. Das war zu der Zeit, als der Dampfer 2014 in Dienst gestellt wurde, sicherlich noch alles Ultra Large mit immerhin 13.308 Toy. Heute ist das mehr so Mittelklasse. Aber dennoch, es bleibt ein großes Schiff. 368 Meter lang, 51 Meter breit und immerhin 72.000 gut durchtrainierte Brauereipferde im Maschinenraum. So, das Vieh kommt gerade da hinten um die Ecke gebogen. Davor kommt noch einer der vielen, vielen Saugbagger, die am Hamburger Hafen hin und her fahren und den Schlick in Hamburg abholen, Richtung Cuxhaven irgendwo wieder in die See kippen, den Schlick dann überholen, damit der Flut in den Hafen getrieben wird und ihn da wieder ansammeln. Ein ewiger Kreislauf. Ein gutes Geschäft, denke ich. So, da kommt der Dampfer schon angefahren. Ich habe dieses Video gemacht auf dem Anleger Rüschpark, deswegen ist das auch ein bisschen zum Mitschunkeln. Es schaukelt natürlich, auch ohne dass eine Fähre anlegt. Einfach nur, wenn so ein Dampfer wie der da vorbeifährt und einfach ein bisschen Schwell verursacht. So ein Lotsenboot reicht schon. Nicht so, dass man seekrank wird, aber für eine Kamera ist das eigentlich nichts. Jo, da kommt er angefahren. Man kann den auf die Entfernung fotografieren, ist jetzt gerade Boom Day vorbei. Höhe Finkenwerder. Das Ganze geht jetzt relativ fix, wie immer, kann man nicht sagen. Ich habe zwischendurch schon ein paar Fotos eingeblendet. Man kann da also relativ zeitig anfangen, irgendwie zu knipsen. Empfehlenswert ist ein 300er Tele, also ein 300 Kleinbildmillimeter oder Äquivalent. Damit kann man das meiste so erschlagen auf die Entfernung. Oder sonst muss man halt zu Hause noch ein bisschen in das Bild reingucken. Geht ja auch. Nachher ist dann auch 24 mm Klammer schon wieder zu viel. Aber egal, einfach draufhalten. Ja, mit dem Wetter hatte ich einigermaßen Glück. Also der Himmel ist so halbwegs wolkendurchzeichnet. Ich mache das immer nicht, wenn man so einen Postkartenhimmel hat, so mit nur blau, irgendwie strahlblau und keine Strukturen drin. Das ist echt immer langweilig so. Und so ist es eigentlich ganz nett. Schön ist auch immer, wenn man auf dem Anleger steht oder auf der Brücke, die da runterführt, die Tonne, die da vorne im Wasser rumtanzt. So ein kleines maritimes Accessoire. Hier auf dem Foto kann man schon sehen, dass der Himmel auch ein bisschen durchzogen ist, auf dem auch. Und da ist er auch schon. Das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen in der Zeit gerafft, aber man sieht irgendwie deutlich, was man an Fotos kriegen kann. Und dafür sind wir schließlich hier. Ne? Jo. Da rauscht er vorbei. Das ist immer noch mit 24 Kleinbildmillimetern zu erschlagen jetzt. Also ein Hoch auf die kleinen Schiffe. Und man sieht das alles ein bisschen krumm und schief, weil es halt wackelt. Und da ist jetzt so eine Fähre weggefahren. Das war der Grund für das Wackeln. Und der Steuermann entscheidet sich in weiser Voraussicht doch hinter dem Schiff die Elbe zu queren. Ist auch besser so. Weil der hat schon ganz schön Zahn drauf. So. Das sieht man so nicht, aber doch, der ist schon flott unterwegs. So, jetzt haben wir ein bisschen Gas gegeben hier, noch schneller. Und da geht's weiter. Da vorne fährt er dann in den Sonnenuntergang hinein. Das ist noch kein Sonnenuntergang, wie man sieht. Das ist ein Sonnenuntergang. Also fast. Jahreszeitlich bedingt geht die Sonne irgendwo da hinten jedenfalls unter. So, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und nehmt ein Abo mit. Jeder nur eins, nein. Kostet ja nichts. Hier sieht man noch ein Bild, wo ich unten ein bisschen mehr Platz gelassen habe als üblich. Aber das gibt der Sache so ein bisschen Weite im Bild. Finde ich jedenfalls. Und jetzt kommt noch mal ein schickes Abschiedsfoto. Und dann war es das auch. Und in dem Sinne verabschiede ich mich, sagen wir so, voll im Voraus und bis zum nächsten Mal.